Ich mache jetzt mal keine Ansage, ich habe keine Lust. Soll ich die Ansage übernehmen, Bubbles? Ja, kannst du tun, wenn du da Lust drauf hast. Warte, ich muss ja hören, wie ich das ansage hier. Was? Du musst dir selbst die Ansage machen. Dein Stream ist noch nicht on. Ja, das dauert mal 3 Minuten. Ach. Warum so müde, Bubbles? Weiß ich nicht, ich könnte schon wieder schlafen. Oh, CSGO-Liga. Ich glaube, du solltest mehr nachts schlafen als tagsüber. Versuch's. Ach ja, wir konnten heute übrigens wieder nicht mit Tobi darüber reden, was wir Samstag machen. Er war heute nicht da. Geil, und zu mir sagt er, er wollte mal mit mir was zocken. Läuft. Weil er ja angeblich beim Arzt war. Er war heute Wohnung besichtigen. Genau. Ach. Aber mit Sicherheit erzählt er dir, er war beim Arzt und dann hat er sich die Wohnung angeguckt. Warum lügt man mich denn an? Ist das irgendwie verdient, dass man mich anlügen muss? Ja. Bubbles ist live. Willkommen bei Bubble Time 1990. Lass diese Scheiße weg. Sag doch heute einfach Bubbles. Divinity 2. Original Sin. Oder Bubbles YT. Außerdem möchte sich also Bubbles gerne entschuldigen bei den Leuten, denen er gesagt hat, Bubble Times ist auch sein Account bei YouTube. Der heißt anders, nämlich wie heißt der Bubbles? Bubbles YT. Ihr seid so Banane, ne? Aber ihr seid einfach so durch. Deshalb magst du uns. Deswegen sage ich dazu nichts. Wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Wir müssen die Burg erobern. Stimmt, es ist richtige Begrüßung, wenn ich nicht sage: Hi Twitchies, willkommen bei der neuen Show von Bubble Time. Vor allem, wenn es auch bei YouTube rübergeht. Ja, ist so. Hi, ihr Twitchies! Hi, Tubies! Oh mein Gott, ey. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich laufe jetzt hier einfach weg. Ja, lauf du mal, du hast noch niemanden zugelassen. Wie, ich habe noch niemanden zugelassen? Schon drin. Ich habe euch doch eingeladen. Mhm. Wofür kannst du selber ja beitreten? Bin gespannt, welchen Charakter ich heute kriege. Den gelben. Den gelben, oh, geil. Dann nehme ich den schwarz-gelben. Borussia. Weg hier, direkt raus. Wir haben ja nichts mit Fußball zu tun. Bubbles, 5 Sekunden ist Verzögerung. Ja, ist normal. Muss ich ja rot-schwarz nehmen, ne? Oder welche Farbe hat jetzt Bayer? Oh Leute, ist das euer Ernst? Wieso Borussia? Es gibt doch nur warum, einen. Warum überhaupt? Oh, nee. Aber. Warum benutzt du einfach meinen Schlüssel? Weil ich Bock da drauf hatte. Ach so. Interessant. Wo müssen wir denn hin? Nach oben. Am besten mit der Treppe. Echt, da ist eine Treppe. Kann ich eigentlich auch als Schurke zwei Einhänder benutzen? Ja, als Schurke kannst du zwei Einhänder nutzen. Aber dann kann ich doch meine Meuchelfähigkeiten. Ja, ich wollte gerade sagen, dann kann ich. Dolche nutzt, klar. Oder ich glaube, eine Fechtwaffe war das, ne, Johannes? Was war eine Fechtwaffe? Mit einer Fechtwaffe kannst du die Dinger auch nutzen, oder? Den hinterhältigen Angriff, ja, geht er auch damit. Ich will erstmal auf dieses Klicken hier wieder klarkommen. Klick, klick. Ich will hier rein. Hat jemand noch bessere Schuhe für mich als 1er Rüstung? Ja, warte, Bubbles geht da noch nicht hin. Da gehen wir gleich erst hin. Mann. Geh ich hier die Tür raus.
Bubbles, mach mal die Tür, Truhen auf. Truhen und Türen. Wer war der Verkäufer? Du, ne, Daniel? War der Verkäufer, ja. Boah, jetzt wollte ich gerade in die eiserne Jungfrau rein. Alter, das ist weg gewesen. Ja, geh mal kannst rein. Dadurch sterben. Welche Truhen muss ich hier aufmachen noch? Hier an der Treppe. Wie hier an der Treppe? Achso. Da, wo du vorstehst. Ja, sehr gut. Warum kann ich jetzt... Wir haben auf jeden Fall ein neues Schild. Und ich habe einen neuen Dolch. Aber sonst geht's dir gut, ja? Das hat Langeweile. Ich mache hier Bobcat. Bobcat. Andere würden sagen, du hast einfach Langeweile. Ja. So, und warum stehen wir jetzt hier? Kann ich nicht. Dass ich nicht anders laufen kann, das ist so nervig, ne? Bubbles, mal eine Frage, brauchst du den Ring in deinem Inventar noch? Was für ein Ring? Aber nur normale, Normalo-Spastis würden sagen, ich habe Langeweile. Ja. Ist doch Gauner, ne? Ja. Gut. Ich dachte, du hättest jetzt nur einen als Ersatz noch. Wollen wir erst den Bischof? Ach, ich hab hier voll Keuschheit im Inventar. Was war denn das denn? Ja, wir können erst den Paladin machen oder wir machen erst draußen, aber sollten wir jetzt schnell entscheiden. Wofür sollte ich lieber verstummt nehmen? Ja, ne, verstummt ist doch besser, oder? Als bluten. Beides Vorteile. Allerdings, sobald wir gegen die Untoten kämpfen, ist Bluten hinfällig. Was macht ihr da? Nein, nein. Was macht er? Betone nochmal, aim ist langweilig. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Stehen wir jetzt hier nur blöd rum, oder? Ich schmeiße die Tür auf. Wenigstens löse ich keine Kämpfe. Ach so, oh nee, Leute. Ich habe entschieden. Den Kampf auszulösen. Moment mal hier. Hier mal ganz schnell gelöst, das Problem. Boah, ich darf nur nicht sterben, ne? Tschüss! Tschüss! Oh, ne, nicht unseren angreifen, bitte. Okay. Fehlgeschlagen. Was? Ich? Nee. Oh. Ich hab ihm doch Schaden gemacht. Rüstung ist da runtergegangen. Aber dein Verstummen ist fehlgeschlagen. Ach so, Verstummen, ja. Mein Gott, ja. Oh, er will es wissen. Klarer Geist. Bam! Oh, das hat weh. Huschte richtig rein, da war jetzt gleich. Ja, ich bin auch gleich der Erste, der bestimmt gleich tot ist. Ich komme dir ja schon zur Hilfe, Moment. Und ist dabei. Ja, dieses Teleportieren ist halt voll geil, ein Schleichen, ne? Das ist halt mega cool. Fackel. Hast du diesmal die Stunde eingestellt, Bubbles? Nee. Aber ich weiß ja, wann wir angefangen haben. Außerdem sehe ich das hier. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten gleich. Stunde? Machen wir die jetzt nur Stunde? Ja, du hast das letzte Mal noch gesagt, man sollte nur eine Stunde Videos machen. Der ist besser, ne? Endlich. Vorsicht, du zündest alle an, wenn du da jetzt Feuer machst. Ach, 5 Stunden ist echt, das ist schon echt übel.
Weißt du, mit diesem Charakter habe ich kein Feuer. Gott sei Dank. Du hast trotzdem jetzt schon geschafft, Ölflächen in Brand zu bringen. Ich will dich nur noch mal dran erinnern. Dein Zauberstab macht außerdem Flammen. Dein Zauberstab macht Feuer. Ja, geil. Also keine Nahkampfangriffe. Daniel hat die Chance dafür. Details, Jungs, Details. Ich krieg ihn verstärkt. Der Büble. Ich hab gesehen, er braucht es mal wieder. Ein bisschen physische Rüstung. Ja. Oh, jetzt macht er echt Erste Hilfe. Nee, ausgeruht. Und Erste Hilfe. Oh, ich bin dran. Juhu! Zeig ihn den zwei Messertanz, Bubbles. Bluten war erfolgreich. Verstummen wurde blockiert. Verstummen wurde blockiert. Ja, bin ich schon wieder dran? Ja. Du hast den höchsten Verstandwert von uns. Hm? Oh, Moment. Jetzt muss ich mal eben gucken, was ich hier mache. Bubbles hat uns verlassen. Ich krieg das auch ganz alleine ohne den hin. Ganz easy. Ja, siehst du? Bam. Bam. Und noch einmal. Und noch einmal. Und ja, oh nein, ey. Ganz alleine hin. Ja. Ich bin halt nach unten gegangen, weil der Bogenschütze halt auf der Seite alleine ist. So, dann kann ich doch lieber den Bogenschützen schon mal währenddessen machen. Ja, so, das ist alles richtig. Taktisches Denken. Machst du da was oder stehst du jetzt da nur rum? Ich hab gerade was gemacht. Was denn? Ein Bluttotem bestimmt. Nein, ein Blitztotem. Vielleicht soll ich mal eine Umfrage machen. Welches Totem kommt als nächstes? Ah, Ben. Ah, Bluten fehlgeschlagen. Schade. Schade Schokolade. Oh, der hat mir richtig Schaden gemacht. Krass. Jetzt ab nach... Nee, geh mal ab nach oben direkt. Auf oben auf den Bogenschützen. Daniel. Mir brauchst du nicht helfen. Der hat nur 85 Leben. Geh lieber nach oben. Daniel macht das schon alleine, habe ich gehört. Immer. Also Hannes, was machen wir in der nächsten Zeit? Ich glaube, wir können Kaffee trinken. Daniel, ich glaube, ich heile meine Inkarnation, damit sie auch noch was tun kann. Hey, warum ist das jetzt nicht weitergeflogen? Weil der Gegner zu weit weg war. Aber meine arme Inkarnation muss so lange leiden. Ja, aber was ist denn der Maximalradius? Muss der recht ein Feld neben ihm stehen, oder was? 5 Meter. Ist ja voll doof. Knapp außerhalb. Oh. Ah, das reicht. Aber ich bin außerhalb Reichweite. Also reicht es doch nicht. Beim nächsten. Teleporthandschuhe hast du nicht mehr, ne? Schaden, dann warte ich. Dann habe ich nächste Runde 6 Punkte, das sollte reichen. Ja klar, ich würde auch durch Wände schießen. Er hat über die Wand geschossen. Nein, der hat durch die Lücke vom Holzzaun geschossen. Ach so. Ich mein doch. Hast du die nicht gesehen? Lücke, 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 Lücke. Du hast mein Totem kaputt gemacht. Details, Johannes, Details. Ja, schlechte Details, mein Freund, schlechte Details.
Was wollen die eigentlich alle hinter dem Zaun? Ölfläschchen auf die Sachen werfen. Auf euch werfen. Oh. Klappt langsam auch. Janis, wir brauchen mehr Teleportzauber. Alle Teleportzauber, ne? Kommt aber schon der nächste an hier, ne? Aber erstmal ist Bubbles dran. Genau. Ja, alles klar, Keule. Zur kleinen Information, ich habe es nicht angezündet. Oh. Das erste Mal nicht, ne, Daniel? Das erste Mal nicht. Der war ja mal richtig gut, ne? Hast du gut erstochen. Ja, ne? Also, neue Glücksrunde. Welches Totem kommt hier? Feuer. 3, 2, 1. Tod. Feuertotem. Verdammt. Elektrototem. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Das ist voll in der Feuerfläche drinne. Dann in der Blutfläche und die Blutfläche ist durch den Elektrostrom elektrisiert und dementsprechend ist eine Elektro. Hä, das steht voll auf dem Feuerfeld, guck doch mal. Ja, aber er hat es so platziert, dass da, wo das, wo die Blutflecken sind, hat das jetzt hochgebracht. Genau der Grenze. Um kein Recht zu geben, hättest du es in Ölfläche machen müssen. Nein. Macht gar keinen Sinn, macht das. Aber ist egal. Ihr seid beide zu weit weg. Kriege ich eigentlich auch als Gauner oder so auch eine Heilfähigkeit? Oh, danke. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soweit haben wir noch nicht gespielt. Ach so. Das Problem, wenn die meisten außer mir nur bis zur zweiten Insel gekommen sind. Ja, wir haben schon einen Teil der zweiten Insel geschafft, also... Naja, wir haben einen Pfad der zweiten Insel geschafft. Auf gut Deutsch, ihr seid immer noch auf der zweiten Insel, ja. Ja, dann wird doch mal Zeit hier, dass wir mal wieder weitermachen. So, ich überlasse euch dann den, ne? Aber ich muss daher machen. Gute Nacht. Na, nicht jetzt. Muss man eben ein bisschen knistern. Nicht knistern. Bist du durch? Ein Mäuschen. Wait, what? Du bist der Einzige, der zuguckt. Ich müsste aber eigentlich mit drin sein, warte. Bin im Bump. Ja, ich fehl noch. Selber. Seltsam. Hoch. Hoppla! Hoch. Alarm brennen. Nein. Die Gegner brennen nicht. Die Gegner haben nur Schaden bekommen. Und glaub, stehen im Feuer. Oh, tatsächlich. Der da liegt, ist auch nicht angezündet. Ja, die haben halt alle noch eine schöne, hohe, magische Rüstung. Aber ich kann jetzt gleich in den Schild reinschmeißen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Zum Protokoll, ich kann zwar niemanden anzünden, aber ich kann die Fläche erweitern. Wow. Das war die Werbung, meine Freunde. Hm. Kacke. Das, was du mir auf jeden Fall demnächst oder was der was der Dieb immer klauen muss, ist Herz aus Stahl beim nächsten Händler. Ja. Lustig. Hm. Oder ich kaufe es nach, heißt Herr Jacke wie Hose. Weil das ist für mich als Tank eine richtig gute. Was machen wir denn? Im Moment machen wir gar nichts. Hast du. Du bist dran, Bubbles. Ja, ich weiß, ich bin gerade am Überlegen. Nein. Nein. Wir benutzen kein Chloroform. Okay. Chloroform wäre jetzt echt gut. Solche werfen? Nein. Bubbles möchte einen Nahkampftypen haben, keinen Fernkampf. Oh.
Beruhigt euch mal hier. Ich wollte ja nur noch mal klarstellen, was du gerne spielst. Bubbles. Ja, Bubbles spielt mit Feuer! Burn, Motherfucker! Ja, da ist aber voll der Typ mit drin. Lebt? Mhm. Und dieser sollte tatsächlich am Leben bleiben, Johannes. Er ist für den zweiten Akt. Ah, was? Wenn er am Leben bleiben soll, wird über ihn richten. Oh, warte, die Götter waren verhindert, ne? Ja, werfen wir mal hier ein bisschen Dings, Dings, Bums, Dings. Oh, kümmere dich um den da. Dauert ja noch ein bisschen, ne? Ich geh mir irgendwas zu trinken holen. Ja, danke Johannes. Er brennt zumindest nicht mehr. Ja, und die anderen ist betäubt, ne? Ja. Do it now. Ja. Ja. Ich mach den hier. Uff. Fireball. Da ist das lang erwartete Feuertotem. Ich weiß, wir haben über einen Dampfturm gesehen. Ich hab den einen AP, den ich brauche, durch dich bekommen. Sehr gut. Habe ich. Als Wirbelwind? Nein, das leider nicht. Aber mein Schild reicht. Den Wirbelwind schon? Nein, habe ich nicht. Warte. Oh, der ist nicht im Radio. Was war das? Schockierend für ihn. Ja, und für mich anscheinend. Das habe ich irgendwie Schaden. Bedanke dich bei dem Regenmacher. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Gut, armer Kinder, ne? Hm? Oh, jetzt haben wir eine Blitzwolke. Yes! Jetzt sind alle schockiert. Jetzt ist und er ist verstummt. Bin ich mal langsam da den Bogenschützen töten? Ein normales Totem. Das ist nicht normal, es ist ein Holztotem, Mensch. Das ist das normale Totem. Tot dem Totem. Hat ihn direkt erstmal betäubt. Ich bin auch immer sehr glücklich, dass du mir hilfst mit dem Betäuben.
mag das echt gerne. Ja? Ja. Glaubt ihr nicht. Glaube mir, du Ungläubiger. Als. Glaubt ihr nicht mehr selbst. Auch immer es war, es hat. Immer was war? Hat funktioniert. Aber es versteckt sich im Rauch. Ja, er macht ordentlich Schaden, das ist das Gute gerade. Dadurch hat der Gegner kaum noch Rüstung. Er attackiert aus den Schatten! Ja! Ich mache meine Rolle gut und Bubbles macht seine Rolle gut. Er macht den Schaden. So, Abwechslung mal ein Wassertoten. Ladies and Gentlemen! Water Totem. So, das reicht für den Anfang. Jetzt kommt das Ende. Ich wusste gar nicht, dass du das Ende heißt. Ich habe gerade gesehen, Bubbles braucht unbedingt mal wieder eine Rüstung. Toll, du hast ein Totem getötet. Totem? Totem hat er getötet. Ein Totem. Bitte schön betonen, Johannes. Totem! Totem! Totem ans Moon. Am Ende. Er hat sie alle getötet. We showed those maniacs what's what, eh? He pauses a moment to wipe a thick mixture of sweat and blood from his brow before continuing. I still can't believe they had the gall to attack me. It's treason to go after a paladin like that. We're divine order, goddammit. Our superiors will be very interested to hear this. I'd love nothing more after what they did, but it'd be suicide. I have to choose my battles, but we've stood about talking long enough. And this place is no roadside tavern. It's certain death if we keep lingering. For my part, I need to report back to the paladins on the state of this place. No better way to discover the devil than by diving into his heart. After that, though, and without the Magister's help, there's nowhere to go but the Hollow Marshes. I was once told there's an old harbor. I must be off, and so should you. Best of luck. Gut, sehr schön. Habt ihr schon alles gedudelt? Nur für dich, Bob. Alles, aber ein bisschen. Ja, toll.
Gab es hier wenigstens was Interessantes? Ich habe ein Schriftstück gefunden. Wer sich mit den Gefangenen verbrüdert, bekommt es mit dem Hammer zu tun. Mhm. Hammer. Wie du dich bewegst und so, richtig Hammer. Nachher wird das Video noch gecopy-claimed hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Hannes unser Messi ist. Meinst du, weil er so viel hat? Ja, der hat total über diese Tatsache voll. Nicht nur das, du kennst auch seine Wohnung. Er weiß ja auch, dass er sich sehr schlecht trennt. Oh, einen neuen Dolch! Er macht auch was stumm, geil. Aber kommst du mal hierher? Moment eben bitte. Immer mit den Runenpferden hier, du. Runenpferden? Ja. Runenpferden. Okay, so. Wo muss ich hin? Musste eben hier einen neuen Dolch ausrüsten. Aber das hier ist meine Zitrone. Hat hier mal was zum Identifizieren? Meine Lupe oder was? Nein, ich meine ein Gegenstand zum. Bis jetzt noch nicht. Aber wenn ihr so Tischler-Extra seht und so, könnt ihr mir die geben, weil die haben wohl ein Verkaufswert. Nee, wie kann man denn hier reingucken, Alter? Oh nein. Oh, ich mach mal das Tor schon mal runter, ne? Ach so, so kann ich reingucken. Mach mal. Ja, aber war kacke. Das war nicht der magischer Zauberstab der Natur. Plus 3 initiiert. Ja, alles klar. Mein Deutsch ist on point heute. Was? Plus 3 Ini. Ja, genau. Oder Initiative. Ja, aber wenn das Wort zu schwer ist, sagst du einfach nur Ini. Das ist nicht zu schwer, ne? Das ist einfach, mein Deutsch ist heute on point. Initiatitatüt? Titatütatüt. Genau Tatütata. Richtig, wieder Deutsch on point. Deutsch. Deutsch, richtig. So richtig halb abgenudelt. Okay, wo muss ich jetzt hin? Kann man die Balliste hier eigentlich benutzen? Ja, schade. Ach, hier ist schon wieder alles leer gelootet, ne? Das ist so. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Am besten gar nichts. Na, was hebst du da vom Boden auf hier, hä? Becher? Rubbish. Hä, da liegt überhaupt nichts. Doch, auf Alt. Kannst du gucken, was da liegt. Ja, aber da liegt kein Messer rum. Rubbish. Rabbit. Jetzt habe ich eine Schale mitgenommen, die überhaupt nichts wert ist. Habt ihr die eine Rüstung eingesammelt, die hier hinten lag? Keine Ahnung. Weil jetzt an die, die da hinten gelootet haben. Hä, wieso kann ich das da oben angreifen? Was ist das? Daniel. Wieso kann ich... Oh, ja. Ach, das ist die Holz... Ja, okay. Trainingspuppe. Hat jemand von uns Jägersmann? Ich glaube nicht, ne? Nein. Der Jägersmann ist doch für Fernkampf. Was soll ich damit? Dolch 8-9. Hast du mir gerade eben wahrscheinlich gegeben, kann das sein? Magischer Zwergendolch, wenn du davon meinst, die beiden, die kannst du verkaufen, ja. Ich hab besser. Die kannst du verkaufen. Oder selbst benutzen. Von mir? Die grausame Axt erstmal. Hä, warum kann man hier einen Brunnen benutzen? Du kannst. Da ist halt Wasser drin. Für gewisses Craften brauchst du das. Ach so. Ja, okay. Ich kümmere mich ja um das Craften ja nicht. Hannes, du warst ja Roter Prinz, richtig? Mhm. Brauchst du Tee oder einen Becher mit Wasser? Nee, brauche ich nicht. Ich habe halt die Tierhaut. Könnt ihr mir jetzt mal erklären, was wir jetzt hier machen oder stehen wir jetzt hier nur rum? Ich gehe gerade hier nochmal alles durch, was sie mir so gegeben habt und lest die Sachen und dann würde ich den... Wir müssen doch eh in den Hauptingang rein, oder nicht?
Ja, wir müssen jetzt gleich den Bischof machen. Ja, wo müssen wir dafür hin? Da wo du vorhin eigentlich rein wolltest. Ja. Wie da, wo ich vorhin rein wollte. In dem Gebäude grüßen. Selber. Ja, dann müssen wir ja wieder rein ins Gebäude. Genau. Warum bin ich überhaupt rausgegangen? Damit wir erstmal die leichteren Gegner besiegen. Lustigerweise haben die... Hä, jetzt bin ich doch safe call falsch hier, oder nicht? Ach nee, guck mal. Frage. Kann man bis da oben hin schleichen zu dir? In dem Raum? Johannes? Daniel? Ja, da wo ich stehe, bin ich noch geschlichen. Geil, die Fässermannschaft ist unterwegs. Ich bin ein Stein. Und eine Buddel voll rum. Oh, ich muss mich doch da vorne hinstellen. Ich bin ein Stein, mitten im Raum. Warte mal, wo sind jetzt überall hier die Gegner? Warte mal, bevor wir jetzt was machen. Unten sind wahrscheinlich die meisten, ne? Unten sind 3 Stück und oben sind auch. Kommen wir am besten zu uns mit rum, weil hier vorne sind 2 Gegner plus die in der Mitte. 3, wenn du da stehen bist, werden die auf jeden Fall auf dich dann gehen. Und nicht zu vergessen, die tun gerne Schilde schmeißen. Vor allem auf Leichen. Auf Leichen. Aber vielleicht solltest du einmal den Schlafsack vorher benutzen. Ja, immer mit der Ruhe. Ihr wurdet entdeckt. Nein, ihr macht immer einen Stress. Ich wurde entdeckt. Naja, egal. Was, aber was du jetzt machen kannst, wenn du willst. Je nachdem, bei dir ist der Radius ja kleiner. Kannst du versuchen, die beiden Magier noch auszurauben? Die schaffe ich nicht hier, die eine schaffe ich nicht. Du könntest genau hinter die gehen. Aber jetzt, ich bin gerade im Gespräch, die werden dich nicht aufhalten. Kannst du jetzt alle ausrauben? Entspannt. Ich sitz ganz entspannt auf meinem. Man kann's ja alles hier mitnehmen. Ich kann auch einfach ohne Fass jetzt rumrennen, ne? Ich glaube, das ist jetzt egal. Ja, deswegen setze ich ja ganz entspannt auf. Ja, ich bin fertig. Ich muss. Ich beweg mich hier in die Mitte, das passt. Aber ich stehe hier echt kacke, warte. Ich muss hier weg. Ja, beweg du dich weg. Bleib stehen. So, jetzt. Ran, Minion. Fertig bist, Johannes, sag Bescheid. Ja. Bescheid. Wer greift denn zuerst an? Besten Fall raufst du an, würde ich sagen. Ja, los. Dann ist das Gespräch auch zu Ende. Oh, meine Maus reagiert gerade nicht. Moment. Jetzt. Okay, ich bin vor dem Richter dran, das ist gut. Weil dann kann ich nämlich mein Reizen erstmal direkt auf die 3 machen. Die Reizen? Hatten wir in der Schulung mal, auf der Arbeit. Hat der jetzt echt normal angegriffen? Oh, Typ. Und da muss man halt sagen, so was in welcher Kategorie drin ist. Ja, und er meinte so, ja, was ist, wenn ich jetzt, wenn eine Frau zu ihnen reizend bin, ist, was bin ich dann? Da habe ich dann in der Schule gesagt, ganz klar, ätzend. Wow. Weil der immerhin einer hat die Eier gehabt, das zu sagen. Ich so, okay. Das war amüsant. Ah ja. Ah ja? Hat er.
Nochmal zur Info, ich bin nicht der, der alles in Brand setzt. Ich setze die gesamte Inneneinrichtung hier in Brand. Sag mal mir immer, ich bin schlimm mit dem Feuer. Du bist auch schlimm mit dem Feuer. Weil du tötest jetzt auch meine Totems. Du kannst die Frau ignorieren, die verblutet nächste Runde. Yes! Jetzt noch mehr Feuer! Daniel, du hast auch Feuer hier. Wie gesagt, ich kann zwar kein Feuer legen, aber ich kann Feuer erweitern. Dann lass die Frau in Ruhe, die, oder den Typen, der vor dir steht, in Ruhe, der stirbt gleich sowieso. Kümmere dich um die anderen. Schild! Jetzt reize sie! Reize sie alle! Nun Schilde hoch! Schilde hoch! Schilde hoch? Ich hab doch noch genug. Ja, aber du erhöhst noch mal. Er trotzdem voll. Ja, aber das zeckt doch, oder nicht? Er kriegt noch mal mehr dadurch. Ja, aber... Besser hinterher welchen zu haben als vorher. Oder besser hinterher, weil ich habe jetzt einen Punkt mehr bekommen, Johannes. Das war so. Ja. Normalerweise war das immer so, dass du ihm halt aufaddierst, was du ihm halt vor, was du ihm halt so hast. Bei wie vielen Updates war das? Nicht ganz so vielen. Nicht ganz so. Johannes, ich habe allein mit meiner Ausrüstung 27. Ich meine, daher, seitdem wir spielen, sind sowieso nochmal 4-5 Updates gekommen. Ja, Johannes. Zum Beispiel ein ganz großes Schiff. Ja. Johannes, aber ich hätte jetzt theoretisch mit Schilde hoch irgendwo bei 40 sein müssen bei magisch. Und ich war trotzdem bei 27. Also. Ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass wir das hochstecken. Hier steht extra, daher. Daher, ne? Regeneriere 18. Steht ja extra bei. Johannes hat halt lange keinen Krieger mehr gespielt. Ja. Ganze zwei, ganze vier, drei Stunden her, ne? Ja. Arg. Der Rad ist einfach so sauklein, ey. Durch halt einfach so drauf schießen. Wenn der Radius meistens kleiner ist, ist der Schaden dafür größer, Daniel. Ich glaube, der hat nicht sehr viele Nahkampfangriffe. Ja, aber ich muss die Rüstung runterknüppeln irgendwie. Das war damit am besten. Johannes, jetzt weißt du ja, wen du gleich heilen darfst. Der hat echt nur einen Lebenspunkt, alter Schwede. Ja. Daniel. Ja. Ja. Weißt du, was du zu tun hast? Damit kann man leben.
Der ist nicht Opportunist, das heißt, du kannst einfach vorbeilaufen. Warte, ich muss auch leider. Dachte ich mir. Lauf! Das ist ja auch eine große Säule im Weg. Jetzt? Funktioniert jetzt. Aber ich vermute, dass Daniel trotzdem sterben wird. Jetzt hättest du nämlich eher Daniel unterstützen müssen, Johannes. Daniel kriegt jetzt gleich von einem Hammer was ab, deswegen... Ich habe dafür keine Rüstungsmöglichkeit. Deswegen wird er wahrscheinlich gleich sterben. Wie gesagt. Perfekt! Na, wenigstens freut Daniel sich, wenn der Gegner nicht getroffen wird. Oh! Der wuppt sich Schaden in dein Gesicht. Ja. Oh. Ja, ich krieg direkt die Karma-Stelle. Schadenfreude, das gibt's zurück. Ja, ist so. Ja, sehr schön. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Die wollten doch den Teufel entfernen, oder? Ich würde mit dem Bild anfangen, das sieht nicht gesund aus. Das ist, wie aus dem Rauch. Ghostbusters, Slimer. Wirbelwind auf eine Person zu machen, ist schon ein bisschen Banane, ne? Ich konnte ihn sonst nicht normal angreifen. Ach so. Ich konnte den Ansturm nicht durch den Nebel machen. Mhm. Rauch. Sehr gut. Nebel ist nochmal was anderes. Sehr gut. Ja. Hab ich nochmal. Ich glaube, du hast Henker drin, kann das sein? Ich glaube schon, ja. Kriegst du für jeden Kill den und machst 2 AP-Punkte nämlich? Nee, habe ich noch nicht. Hast du einfach durch Beschleunigung einen Punkt wahrscheinlich übrig. Mhm. Wie weit kann die laufen? Geil. Weit. Johannes, hilf uns mal und steh da nicht immer doof rum und lass dich von Schilden bewerfen. Was ist denn, lass ich mich da extra stehen? Ja, anscheinend. Du bewegst es ja nicht weg. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt 2 Punkte Bewegung benutze, kann ich nichts mehr tun. Du tust auch so nichts. Nein, natürlich nicht. Nee. Du könntest gleich Daniel wiederbeleben. Ja. Ist das, als wäre mal so ein feiner Schachzug, den ich mir gerade so überlegt habe. So aus dem Stegreif. Vor allem ist das auch der Heilers Aufgabe. Du wolltest ja Heiler spielen und nicht Totenbeschwörer. Schon ist das Totem für den Arsch. Ja, und die heilen sich ja wohl auch. Oh, der King Louis, der greift an. Oh, das hat aber weh. Hat das Totem gerade echt die Wand angegriffen? Ja. Hab ich das richtig gesehen, ja?
Okay. Sehr gut. Hast du nicht gesehen, wie böse die Wand war? Vor allem das Bild, das sah richtig böse aus. Das hat ihn richtig böse angeguckt. Oh, Gott sei Dank. Boah, ich bin immer mit, ich denke immer so mit, ne, meine Fresse. Der Hammer. Vor allem du heilst, obwohl du nicht der Heiler bist. Guck dir an, jetzt macht er die Aufgabe des Heilers. Guck mal, wie sozial der ist. Und der Johannes hier. Da. Mhm. Nur in seiner Ecke da. In seiner Ecke da. Ja. Ich würde das nächste Mal gerne tauschen. Ich hatte diese Rolle schon. Ich wurde ganz oft von Schilden beworfen an der Stelle. Da ist weg, die Inkarnation. Alter. Dafür sterbe ich jetzt. Nee, doch nicht. Oh Gott sei Dank. Entschuldige, wenn ich dazu sage, aber ich wäre gestorben dadurch. Alles gut. Noch lebe ich. Ja, kriegst ja noch ein bisschen Leben. Komm recht Schilde hoch. Jawohl. Schilde hoch. Jawohl. Sehr schön. Ich weiß schon, warum ich die ganzen Schriftrollen behalte. Nicht wahr? Mhm. Heiltränke? Stimmt, könnte ich eigentlich auch mal benutzen, ne? Ich habe keine Heiltränke. Johannes? Ah doch, hier habe ich einen. Okay. Machen wir erstmal für die Truppe. Hast du wohl doch Heiltränke? Jawohl, erstmal ermutigen hier. Hannes müsste zwar rausstehen. Jawohl, egal. Also nur wir zwei sind drin, aber... Ist egal. Ist gut. Ermutigen für die Truppe. Zwei Leute. So, und jetzt erstmal noch einen Heiltrank hinterher. Für die Hälfte der Gruppe. Daniel kann auch heilen, weil er den Ring hat. Ja, ran. Ja, deswegen haben wir den ja extra an den Daniel gegeben, den Ring. Ich muss tatsächlich ein AP ausgeben erstmal. Was, warum? Weil keine Radius ist. Ist doch egal, du hättest dich doch selbst heilen können. Ich wäre doch jetzt eh nach dir gewesen. Heil dich selber. Kannst du dich selber heilen? Dann heil dich selber. Ich kann aber jetzt immer noch nicht heilen, Alter. Du musst mich auch nicht heilen. Dann heil dich selbst. Jetzt wird Daniel doch eh gleich vom Schild wieder beworfen und fällt wieder aus dem Laden. Nee, er hat doch damit nichts zu tun, aber ich bin noch nach ihm dran und kann nach ihm doch einen Heiltrank nehmen. Wirf die Elfen da auf den anderen Typen. Im besten Fall. Hat er irgendwie voll die schlechte Sicht, ich weiß nicht warum. Oder Port. Ja, weil hier eine Dampfwand ist. Eine Rauchwolke. Ja, die Elfe kann ich tatsächlich verwerfen. Ja. Warum schmeißt du sie immer noch nicht auf die Leute? All dämlich. Warte mal, ich wollte jetzt erstmal einen Heiltrank nehmen, ne? Du weißt schon, dass die Sicht hier nicht so gut ist. Was nimm mal denn? Nimm mal einen kleinen, der 30 also, gibt oder. Nicht sehen. Ich meine, sie können auch ein Schild gleich auf dich schmeißen. Hoch. Egal, jetzt haben wir zwei getrunken. Doppelt hält besser. Ja, war eigentlich war nicht der Plan. Deswegen habe ich gerade meine Maus erst die eine Fähigkeit genutzt und dann den Heiltrank, weil ich hatte nur ein AP übrig. Egal, dann machen wir es so. Yes! Nächste Runde liegt da. Nur der weckt euch jetzt um. Er hat er gerade eben schon. Der Cooldown kann doch nicht rum sein. Mit dem Ansturm oder mit dem Schmettern? Mit dem Schmettern meine ich. Und mit dem Ansturm kann er nur einen von uns beiden treffen. Wenn er sich vorher bewegt.
Ja, gut, dann kriegt er halt ein paar Schläge vorher ab. Ist auch egal, ich habe mir noch Verstärken gegeben. Jo. Verstärkung für die Armee. Der berühmte Doppelklick. Das ist so scheiße. Jetzt habe ich 2 AP dafür ausgegeben, wo ich mich nur einmal heilen wollte. Naja, dafür hältst du jetzt mehr aus. Muss auch so, damit Daniel gleich nicht vom Schild erworfen wird. Und weil ich's kann. Dann wird das Ding und Daniel mit dem Schild getroffen. Hast du recht. Ja, der eine ist ja eh eingefroren gewesen. Die waren beide eingefroren, ja? Warum hau ich ihn um? Wirf ihn zu Boden, den bösen Burschen. Hä, warum wirfst du? Du kannst mich ruhig mitmachen, ne? Das passiert nichts bei mir. Ah, ist okay. Ja, ich sag's dir noch. Das Gemälde wollte ich nicht treffen. Nee, du hast voll die Bank getroffen. Ja, aber die Bank nehme ich ja nicht mit und verkauf sie. Ach so, okay. Dieses Gemälde hat eh schon 40 Schaden genommen, da. Ja, eben. Das ist schon nichts mehr wert. Ah, die Schokolade. Das kannst du nur auf dem Trödel verkaufen. Vergiss nicht, um Trödel ist teuer. Kann ich nicht draufwerfen, obwohl ich was sehe. Hä, wie willst du denn da was sehen? Ich kann den Magister sehen, aber ich kann nicht draufwerfen, oder? Ich würde halt versuchen. Versuch einfach. Ja. Geh in die Wand. Ich hasse diese Maus. Ich muss mir morgen eindeutig eine neue. Bist du nicht schon seit über einer Woche damit rum? Einen Monat. Ja, noch ungefähr. Eine Maus kostet 10 Euro, wenn überhaupt. Ja, aber ich... Er will aber eine gute Maus haben. 3,50 € bei Kick. Die sind sogar richtig gut. Ohne Witz. Ich hab jetzt aus. Wenn ich das damit die beiden erwischen will, funktioniert nicht. Die sind nämlich bei dem grauen. Ja, weil der Totem vor dir steht. Nee, das Totem ist tatsächlich nicht schuld. Das ist schon die ganze Zeit so. Okay. Keine Ahnung, macht das Schaden auf beide da unten. Ja, das ist ja das Problem, ich sehe die beiden ja nicht. Ja, dann musst du dahin rennen, wo der Hannes ist. Kannst du zu mir laufen? Du es nicht. Ja, dann kannst du. Das sind ja Spiele ab. Genau. Schön schockieren den armen Kerl. Hat er wenigstens nicht so viele AP. Ja, ihm. Der arme Kerl. Er hat auch Frau und Kinder. Hatte. Nein, nein, die Frau und Kinder hat er immer noch. Warum kann die eigentlich so weit laufen? Das ist doch voll abgefahren, weil die nackt ist oder nur das Lämpchen da an hat oder was? Genau, weil die nackt ist. Ja, die ist ja nicht nackt, weil aber. Sie irgendeine Fähigkeit hat. Viele nackte Taten. Das ist doch voll abgefahren, ich würde auch so weit laufen können. Nackte Wahrheit. Nackte Kanone. Nackte Kanone. So, hat man aber während des Kampfes nicht irgendwie mal eben so rüber schieben kann, ne? Meinst du mit rüberschieben jetzt? Ja, aus dem Inventar mal eben so rüber schieben und so. Ich glaube, für AP-Punkte kannst du das machen. Ja, ne. Ja. Das möchte ich aber nicht. Und er blutet. Und er ist schockiert. Betäubt meinst du? Und betäubt. Schockiert war er nämlich vorher. Soll ich mich jetzt halt wirklich noch um den kümmern? Nein. Ich glaube, für die 2 Runden lohnt sich das nicht. So, wo ist die Olefund? Sagt, die ist da oben erst, ne? Ja, die ist auf dem Weg zu Johannes. Lass sie ruhig also zu Johannes laufen, damit er auch was zu tun hat. Kannst dich aber um die beiden da unten. Ich trotzdem außen rumrennen für. Ganz bei mir vorbei, da kommt dir jemand entgegen.
Oh, soll ich dir helfen oder? Ja, die 16 HP komische da, die kommt danach. Ja, er braucht jemanden für die 16 HP. Die könnte ihn sonst. Ja, aber ist doch gut, da kannst du ihn mal eben umklatschen, wenn die da ist. Dann musst du dich hinter mich bewegen, aber wenn ich mich da. Der Bauer habe ich genommen. Also der Bauer gewährt deinem Charakter 1 AP freie Bewegung pro Runde. Also so habe ich im Endeffekt einen kostenlos und ich kann noch einen laufen mit 1 AP. Toll, Daniel, jetzt konnte er auf mich werfen. Bitte. Hast dich ja super hingestellt, ey. Gleich kommt noch ein zweites Schiff. Boah, ja, stellt euch das nicht alle mal so an. Johannes wollte, dass ich hinlaufe, also mache ich das so. Warum bist du nicht weitergelaufen? Weil es nicht ging. Ja, jetzt hier wieder aus. Ja, ich habe mein Maximum ausgeschöpft. Und ich höre so ein ganz lautes Mimimi. Hört ihr das auch? Ja, das kommt von dir. Das kommt von Johannes. Ja. Aber den kann ich treffen. Pika war immer ein großer Held bei der Muppet Show. Warst du ein großer Held bei der Muppet Show? Mhm. Hast immer das Mimimi gesungen, okay. Genau. Ach, der hat so 5 HP, da brauch ich ja gar nicht drum kümmern hier. Ja, deswegen sind wir ja auch alle weggelaufen von dem. Und gleich kommt er überlebt. Dann lach ich. Weil er Ausdauer hat. Ja gut, dann brennt halt danach die Runde tot. Er brennt tot. Nicht er verbrennt, er brennt tot. Er brennt tot. Verbrennen wir ja einfach. Ich will ja nichts sagen, aber du hast dich gerade echt zur Zielscheibe gemacht. Das ist nicht schlimm. Daniel ist sus. Also ich muss schon mal sagen, Johannes, ich glaube nicht, dass ein Schild geflogen kommt. Ja! Schlag mich, stehe ich voll drauf. Ein Mangel an Glauben ist beklagenswert. Johannes, dann tu mal dein Bestes. Mhm. Hört sich an, als wärst du bei deiner Mutter geblieben. So, egal wo der ist, Hauptsache der spielt hier ordentlich. Ordentlich? Ja. Level up! Hey. Jawohl! Läuft! War auf jeden Fall schon mal wichtig. Tod durch Totem. So, was leveln wir denn? Ich glaube, ich pack mein Gedächtnis ein paar Punkte rein. Merke schon. Oh, dann kann ich für gleich Gedächtnis schon mal. Welche denn da? Ah, was nehmen wir denn diesmal? Haben wir eigentlich schon jemanden mit Glücksbringer? Noch nicht, nein. Eigentlich seid ihr ja logisch, dass ich dann als Zwerg eigentlich mache, oder? Oder soll ich weiterhin auf Dieberei gehen? Kannst du uns gerne weiter auf Dieberei gehen? Ja, aber Dieberei habe ich schon 2 und Schleichen weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das auch besser. Aber je mehr Dieberei, desto mehr kannst du klauen. Ja, dann mache ich Dieberei. Je schlechter wirst du gesehen. Okay. Ja, dann bin ich durch.
Hab ich alles. Ich kann das gern. Och, Dein Ernst? Ja, dass er genau ein Stück von einem Teil mitgenommen hat. Ja, jetzt bist du verlangsamt. Dein Ernst? Ja. Ja, ich hab dich nicht beschleunigt, Daniel, dass du durchs Öl rennst. Ich will nicht rum. Hättest mir eher die Ölfläche wegmachen sollen. Bist du hier der Wasserkünstler? Jetzt ist aber erst mein Regen, erst diese Runde dann auch erst wieder aktiv, Daniel. Ja, schon scheiße. Vorausschauend, Johannes. Ist egal, Hauptsache ihr macht jetzt... Vielleicht brennt wieder. Ich seh's schon, komm. Irgendwie brennt das gleich. Die nehme ich dir weg. Hä, dann ist doch jetzt fast alles tot, dann nimmt ja nur jeder eine. Jo. Ja. Ich Spaß, Bubbles. Ja, immer mit Safe der Ruhe. Is yours. Der schnippt aber nicht, deswegen. Jo, ah. Hm. Sag dir so, wie das. Okay, ein OP. Boah, bin ich langsam, geil. Ich bin gelaufen. Und tschüss. Ein OP, ja! Mit dem man nur einen reinwürgen kann. Läuft. Und töte ihn jetzt. Hättest du das Tote machen können und einfach beenden können. Eben. Ja, aber der Tote war ja eh danach dran. Eben drum. Achso, er hat sich noch bewegt, weil er Angst hat, dass jemand ihm den Hammer weg. Für einen Hammer, ich krieg den sowieso gleich. Was für ein Hammer? Das überlege ich mir noch mal ganz stark. Ich will auch einen Hammer. Aber ich glaube, ich habe schon alles gelootet. Ja, dann kaufe ich ja keine Sachen mehr, Johannes. Bubbles, das ist auch hier? In Ordnung. Was hier? Für Daniel einen Arm. Ja, Stärke 11. Ich habe keine Stärke 11. Kannst du dann an Daniel weitergeben? Hab ich. Irgendwas, was identifiziert werden muss? Nichts gefunden. Ja. Das ist trotzdem ein Zweihandstreitkolben, also brauche ich ihn nicht. Aber ich verkaufe ihn gerne. Du wolltest ihn haben. Du hast ihn bekommen. Ja, ich verkaufe ihn ja auch. Je was anderes gesagt. Sag mir, wenn du beim Händler bist. Huch, einmal, du musst das Ding jetzt einmal weitergeben, das hier Leder. Bitte. Daniel. Oh, mach ich schon. Okay. Mit dem Falschen gegeben. So. Ist er einmal verkaufen gehen, sagst du? Würde ich sagen, ne? So, haben wir jetzt hier noch was, was hier aufgeknackt werden muss oder so? Nee, die Burg wurde erobert. Die Burg wurde erobert? Jo. Ja, wir haben eine Stunde. Moment, ich muss mal eben kurz einmal beenden.